Okay, wir haben's 20:30 Uhr, Montagabend. Folge kommt in nicht mal, oh Gott, 12 Stunden, doch 12,5 Stunden. Und ich hab's eilig, kommt keine Zeit für den, los geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Noch einmal vielen lieben Dank für die Leute, die bei der letzten Folge mitgewirkt haben. Es war irre unterhaltsam und wir haben uns das Ganze jetzt gestern Abend um 9 angeguckt. Und es war irre witzig. Also dieses Watch Together, das können wir tatsächlich öfter mal machen. Das fand ich ganz cool. So, jetzt sind wir beim neuen Spiel und ja, wir analysieren erstmal wieder fleißig bei der Festplatten. Und dann habe ich mir gedacht, gucken wir mal, was wir jetzt so schönes Neues bauen können. Wir haben jetzt eine Menge Zeit mit Firlefanz vergeudet. Und jetzt wird es auch endlich mal Zeit, was Neues zu machen. Und dafür würde ich hier erstmal Blanco irgendeinen Manufaktor hinsetzen. Ich hoffe, ich habe überhaupt alles da. Das wäre total cool. Ja. Im Groben und Ganzen haben wir alles da. Und jetzt können wir hier neu herstellen. Gewebe. Gewebe ist mir total lax. Und das ist auch gar nicht das, was ich brauche. Geht das über den Konstruktor? Das wäre ja auch interessant. Zack. Quarzkristall können wir zum einen herstellen jetzt. Das wäre vielleicht mal ganz interessant, nachdem wir beim letzten Mal so lange gesucht haben. Aber ansonsten habe ich neue Gebäude. Muss ich das in der Gießerei machen? Wäre auch interessant. Nee. Nanu. Ich habe beim letzten Mal die neue Tier freigeschalten. Warum ist hier nichts Neues, das ich herstellen kann, außer Quarzkristall? Ich soll auf jeden Fall ganz viele neue Sachen machen. Ich glaube, dafür werden wir uns erstmal Quarzkristall jetzt holen. Wahrscheinlich baut das dann irgendwie darauf auf. Oder hoffe ich einfach mal. Weil ansonsten bin ich gerade dezent überfragt. Ne, wir gehen mal einmal in unsere Werkbank gucken. Zack. Wir das hier herstellen können. Was haben wir denn da? Energiefragment 2. Stator, Motor. Nee. Hier ist ja tatsächlich gar nichts. Das ist ja derbe interessant. Dann gucken wir einmal. Haben wir genug mit, um Sachen von weit heranzuführen? Sollte gehen. Wir haben Stahlträger, wir haben Eisenplatten, wir haben. Ja, Beton nehmen wir noch ein bisschen was mit. Wieso bin ich eigentlich schon wieder so vollgestopft? Mit irgendwelcher Scheiße. Hier, raus damit. Das kommt weg. Ich habe übrigens Kisten schon mal angefangen aufzuräumen, lieber Lucifer. Ich bin bisher bei 8. Also es geht eigentlich noch. Wir haben ja mit wesentlich mehr gerechnet. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte hier vor allem erstmal. Ne, hier wollte ich gar nichts. Hier wollte ich was. Einmal Platten ablegen. Und die ganzen Snacken müssen wir auch nicht mitnehmen, aber die habe ich hier. So, 1, 2, 3. Einmal sortieren. Dann sind die auch hintereinander. Hier habe ich sogar noch zwei Miner rumliegen. Das wäre cool. Was ist das hier? Ach, dieses blöde Sam-Erz. Und Kohle. Warum habe ich hier Kohle? Und Stahl. Alles weg. Weg, weg, weg. Und dann nehmen wir dafür schön Beton mit. Den guten alten Beton. Hier schredder mal den Scheiß. Brauchen wir nicht. So ein Humbug. Tinif. Nehmen wir noch mehr Beton und vielleicht noch ein paar Eisenplatten mit. 1, 2, 3. Na, den Stack machen wir hier noch voll. Dann noch ein paar Eisenplatten für die Fundamente. Haben wir hier noch einen Container? Ja. Haben wir tatsächlich noch einen. Ist ja herrlich. Zack, und dann sollten wir mit allem hinkommen. Und nee. Doch, Stahl haben wir auch genug dabei. Wir können uns also auch einen Miner bauen. Oh. Rohre brauchen wir nicht.
viel Stahl? Ja, fast 300. Das wird schon werden. So. Schmeißen wir erstmal den hier an. Und ab geht's. Erz suchen. Das dauert schon ganz unangenehm lange. Na? Wann macht's Pling? Mach bitte Pling. 1200 Meter, na, da können wir ja ein bisschen rennen. Und zum Glück in die andere Richtung. 1600. Hm. Na gut. Also dafür, dass Daniel meinte, dass wir so unglaublich weit weg, finde ich 1000 Meter noch fast in Ordnung. Trauen wir uns, gehen wir hier lang? 1200 Meter, das dürfte doch da oben irgendwo sein. 3000 Meter, leck mich am Arsch, ey. Erstmal hier den Riesenbilbo. Jetzt komm her. Du hast mich beim ersten Mal so nackig gemacht. Aber du bist nicht mehr... Oh, fuck, 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 fuck. Der haut aber auch rein, ey. So, hat sich die Sache erledigt. Jetzt machen wir deine Kumpels hier noch nackig und dann ist alles cool. Das hätten wir. Na, wo bist du hin? Da bist du hin. Erledigt. Assi. Und dann müssen wir tatsächlich nochmal scannen, weil ich jetzt schon wieder keine Ahnung mehr habe. Irgendwo da. Da ist ja Giftgas. Das finde ich ja ganz unschön. Dann werden wir den etwas unkonventionellen Weg nehmen. Ach, dass sich das immer verdreht hier. So. Oh. Hubballa. So, den hätten wir. Da war doch gerade noch einer. Wo ist er hin? Wo spuckst du, Assi? Oh, da ist er. Das war duster. Das war ziemlich duster da. So, wo haben wir denn jetzt? 3000 Meter. Ach, sind die anderen beiden echt schon wieder weg? Bin ja direkt wieder genervt, ey. So. Gib mir mal eine Richtung vor. 700 noch was Meter. Ich habe hier auch gerade einen schönen Wasserfall gesehen irgendwo. Das ist ja schick da. Das ist ja richtig schick. Das mag mir gefallen. Wahrscheinlich hier runter und dann da hinten wieder hoch, ne? Das ist eine Ecke. Und das ist ja auch geil. Was sind das denn für Teile? Wäre ich mal da unten lang gelaufen. Oh, dass die so schnell wieder verschwinden, ist echt ätzend. So, wie kommen wir denn hier jetzt am dümmsten runter? Wahrscheinlich am dümmsten, indem ich nochmal zurückrenne. Da muss das irgendwo... Vielleicht auch da unten. Entweder da unten oder da oben. Wir gucken mal. Gut, dass der Daniel nicht dabei ist. Der hat mir das jetzt wieder verraten, die Sau. Dann wäre ich hier schon wieder hart gespoilert. Wäre gar keine Spannung mehr drin. Nee, nee. Nein, natürlich als Spaß. Ich fand das irre cool mit den Leuten dabei. Also diese Community-Sachen, das werde ich definitiv wiederholen. Aber so für jeden Tag ist es, glaube ich, auch nichts. Ne, dafür wird dann doch zu viel vorweggenommen. Und ich will ja ein bisschen unvoreingenommen an die ganze Sache rangehen. Oh, Duster. Schauen wir das? Wir nehmen schon mal die Himbeeren. Schon mal vorsorglich futtern. Nochmal scannen. Und dann holen wir wieder den Knüppel raus. Sicher ist sicher. Da ist auch schöner Platz für einen Staudamm, ne? Wir müssen weiter runter. Schwupp. Jetzt sind das schon wieder 800 Meter. Das ist unschön, aber kommen wir klar. Also das Kämpfen mit den Stiefeln ist tatsächlich nicht so geil, ne? Man springt für die dann schon wieder zu hoch. So, wo waren sie? Jetzt verschwinde ich doch nicht schon wieder. Da, 800 Meter. Pling. Oh. Der letzte taucht auf, da verschwindet der erste schon wieder, ey. Ah, die sind ja cool hier. Kann aber leider nichts mit anfangen. Pseudo-Fliegeneier. So, 600 Meter. Ich befürchte, das ist da oben. Fick die Henne. Na, das wird eine Nummer. Müssen wir da hoch.
Achso, für Farben. Farbe brauchen wir noch nicht. Obwohl, Farbe werde ich bald brauchen. Ist ja gerade der Wettbewerb in der deutschen Satisfactory-Gruppe. Und ich glaube, ich werde da diesmal auch so ein bisschen mitmachen, wenn ich das noch schaffe. Und da ich da diesen schönen Wasserfall sehe, ist der ist eigentlich wie gemacht für einen Staudamm. Ja, ein paar schicke Rohre hin. Boah, das ist echt da oben. Alter. Das ist ja richtig Arsch der Heide. Gibt es hier unten noch garantiert keinen Weg? Ne. Puh, na das wird ein Fest. Boden zu steil. Aha. Ach, scheiße. Wieder mal bei Seven Days gewesen. Naja. Zack, einmal hier rüber. Oh, das war knapp. Ich verschätze mich auch immer mit den Teilen, ey. Ich glaube, ich werde hier ganz schön viel Beton brauchen. Na? Oh, hier geht's noch. Das schaffst du nicht. Scheiße. Schluck Kaffee. Und gönn dir. So. So. Und so und so. Dann sind wir schon mal hier. Alter, was ist denn das für ein Gefrickel hier? Jetpack wäre jetzt geil, ne? Aber wir kommen schon irgendwie zurecht. Ach, ich bin jetzt echt stuckt. Komm, ist nicht dein Ernst. Weg damit. Wo hänge ich denn jetzt fest hier? In dem Scheißbaum, ehrlich. Ich brauche einen Schluck Kaffee. Gut, noch mehr Fundamente. Das ist ein bisschen uncool, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Das wird hier viel zu weit. Aber so. So. Oh, da ist noch eine Absturzstelle. Das ist auch schön. Die gönnen wir uns gleich. Aber wo eine Absturzstelle ist, ist garantiert auch irgendwas zum Totkloppen. Na, wer beschützt den Spaß? Zippel, zippel, zippel. Na, wusste ich es doch. Da höre ich es auch schon. Komm her, mein Freund. Dies war's. Ein paar modulare Rahmen. Ein paar versteckte Eisenplatten. Und so ein großer Kollege. Na, das komm her. Hast gedacht, ne? Nee, nee, nee. Komm ran hier. Wo bist du hin? Du Assi. Da ist er. Na, kommst du durch den Baum? Pisser. Ja, ja, wenn ich hier wegglitschen kann, dann kann er das auch. Mehr Eisenplatten. So, wo ist der scheiß Container? Da. Was ist das denn? Motor. Kacke. Dafür habe ich nicht mal annähernd alles da. Na, hier müssen wir nochmal zurückkommen. Okay. Nicht weit. Das ist ganz schön hoch. Wie zum Fick. Ist das eine Höhle? Wir machen nochmal Scan. Jetzt dürfte es ja nicht mehr allzu weit sein. 220 Meter, das ist da oben. Verfickte Scheiße, noch eins. Fick die Henne. Moment, wir machen das hier gleich richtig. Jetzt muss ich tatsächlich erstmal ein bisschen überlegen. Ich mache jetzt erstmal so. So. Dann nehmen wir uns gerade mal einmal Fundamente. Nein, so nicht. Das war Blödsinn. Die hauen wir uns mal kurz in die Schnellbauleiste. Und dann verankern wir uns hier erstmal im Berg. Damit das alles irgendwie Hand und Fuß hat. Dann führen wir das Ganze hier hoch. Schön am Berg dran, das ist auch herrlich. Das gefällt mir. So. Dann nehmen wir uns die hier.
schaffen uns hier ein bisschen Platz. So. Und dann geht's wieder hoch. Zack. Ich schaffe mir hier schon Platz. So nicht, meine Lieben, so nicht. So. Wie sieht's hier unten aus? Okay, hier sind wir jetzt drüber. Scheiß drauf, wir bauen weiter. Für ein bisschen Realismus sorgen wir später. So, dann hier wieder ran. Ach, hier ist er schon. Fast ein bisschen schick. So, so, so. Dann ging es hier runter, also geht es hier jetzt hoch. Und dann sind wir da oben, verdammte Axt. Haben auch nur fast unseren ganzen Beton verbraucht. Oh nee, das soll jetzt nicht wahr, oder? Den ist hier Stinkeblume-Zeit, oder was? Wollt ihr mich rollen? Oh nee. Verdammte Kacke. Mein ganzer Plan im Arsch. Ja, komm mal weg hier. Oh, hier ist ja überall. Puh. Scheiß noch eins. Hier sind wir gerade mal ein bisschen sicher. 58 Meter, okay. Das kriegen wir hin. So, wo war jetzt hier? Ich hab doch was gehört. So, hier gibt es da garantiert einen wesentlich besseren Weg hin. Und da haben wir es. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Note. Auf dem Rückweg müssten wir jetzt vielleicht da durch, aber das finde ich irgendwie auch affig. Hm. Tatsächlich Farbe. Oh, nö, mit. Gib her. Wie verkacken wir das am besten? Also in jedem Fall kommt hier erstmal ein Miner rauf. Und dafür brauchen wir erst einmal eine Werkbank. Oh fuck. Hupala. Wie konnte ich denn dich übersehen? Komm her. Aufs Maul. Fick dich, du Penner. So. Das hätten wir. Oh, hier sind gleich zwei. Das ist ja lobenswert. Normal und normal. Das ist ja herrlich. Könnten wir gleich gucken, ob hier noch mehr ist. Boah, können wir doch nicht. Ätzender Scheiße. Ist das hier alles giftig, gasig, widerlich? Hallo Gecko. Nein, ich hatte gerade den Impuls, ihn zu schlagen. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie war das gerade drin. Schon wieder irgendwas zum Sammeln. Oh, nee, komm. Du verpiss dich mal. Hau mal ab. Nee, wir bauen hier erstmal. Wir bauen da hinten runter, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann wird das schon. So, dafür brauchen wir erst einmal das Ding schon mal gar nicht. Zack. Wir brauchen Ausrüstungswerkstatt. Und dann brauchen wir ein bisschen... Nee, wir haben genug Platz für zwei Miner. Sehr schön. Zap, zarab. So, dann kann hier gleich ein Miner Mark II drauf. Mir fehlen echt Stahlrohre. Nee, ne? Oh nein! Oh nein! Kann ich die herstellen? Nee, kann ich nicht herstellen. Brauche ich Stahlbahn für, die ich vorne in den Schredder geschmissen habe. Herrlich. Und ich habe hier garantiert auch keine Kohle dabei. Oh, fick die Henne. Und ich habe noch überlegt, sie zu holen. Haben wir hier zufällig Kohle in der Nähe? Das wäre ja bombastisch. Nee. 500 Meter in die Richtung. 700 in die. Volle Möhre nicht. Okay. Naja, ich... Boah, ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt hier durchgeglitscht. Irgendwie ist nicht mehr Tag heute. Recht offensichtlich.
So, wir bauen hier einfach erstmal an der Wand entlang. Na komm. So. Zack. Dann will mir das erstmal gefallen. Dann. Oh, shit. Da wird es auch langsam eng mit. Okay, da muss ich nachher nochmal ein paar sammeln. Hier in der Seite geht es zum Glück halbwegs. Boah, fuck, ey. Zack. Da muss ich nachher ein paar Pilze dabei haben. Sonst geht da mal gar nichts. Okay. So, meinen kleinen Lift hier finde ich aber cool. Der gefällt mir. Hier kriege ich auch gerade so, glaube ich, ein Förderband durch. Gucken wir mal. Ja. Sieht gut aus, oder was? Hier eins hin. Und da eins hin. Dann gucken wir mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfekt. Genau, mitte ich nochmal eins. Und dann passt das doch. Das können wir eigentlich schon mal machen, ne? Wenn wir hier schon bei sind. Ich meine, das muss hier nachher sowieso runter. Da schaffen wir uns erstmal noch ein paar Sorgen vom Hals. Was? Komm her, du. Asi. Geht doch. So. Und da machen wir dann auch gleich nochmal richtig runter. Zack. Da muss ich ja hier mitten durch. Ist ja auch nicht schlecht. Na, kommen wir noch ebenerdig? Ja, so. So. Und dann ist ja da hinten, ja, einmal quer rüber. Na, leck mich fett. Das finde ich ja ganz cool, so in den Berg reingehämmert, ne? Das gefällt mir. Die Frage ist, wie komme ich dann hier runter und da hinten rüber? Ja, führen wir hier lang, ne? Hilft alles nichts. Ich müsste nur erstmal. Wir nehmen erstmal den Strom mit. Hier ist, glaube ich, am einfachsten. Strommast. Und den können wir auch gleich im Motor nachher mitbringen. Ha! Fuchs muss es sein, nicht einen buschigen Schwanz haben. Zack. Und dann komm mal ran hier. Zack. Zack. Und zack. Ja, runter ist ein bisschen einfacher. Das geht fixer. Gehen wir aber da lang. Schwupp. Ach komm. So, dann hier rüber. Weg damit. Einmal hier runter. Oha, ich glaube, Kabel reichen auch nicht. Jetzt muss ich ja eigentlich nur hier gerade rüberlaufen. Das ist ja voll gut. Leitung zu lang, das ist nicht gut. So. Den nächsten. Und den nächsten. Oh, so weit ist es am Ende gar nicht, ne? Oder täuscht das jetzt? Wenn man hier erstmal war, dann geht's eigentlich. Man muss den Weg dahin nur erstmal freischaufeln. Was sind das hier? Achso, Farbdinger. Zu lang. Und jetzt müssten wir doch schon fast im Lager sein. Zack, da einen hin. Aber doch, mit den Kabeln kommen wir so ziemlich zurecht. Das ist schon mal schön. Äußerst erfreulich. Und da will einer aus dem Maul. So schnell kann es gehen, mein Freund. Dann müssen wir noch wieder Himbeeren farmen. Das hat ganz schön gelitten. Zack, und dann sind wir doch schon beim Lager. Das ging doch ruggizuggi. Müssen wir nur noch oben irgendwie ankommen, wa? Na, komm schon. Na, los! Komm schon. Och, geht doch. So. Und dann können wir mit dem da nirgendwo ran. Scheiße. Kommen wir da irgendwie hoch?
Nö. Ja, machen wir es so. Zack. Und dann geht's. So, dann einmal hier hoch. Ne, das war schon mal einmal dumm. Zumindest für jetzt erstmal bauen. Weg damit. Und dann kommen wir hier lang. So. Und dann kommt das einfach da nach oben. Irgendwo muss ich da ja eine Schnittstelle haben. Wann baue ich das eigentlich mal richtig hier? Ich kann hier immer noch nicht vernünftig hochrennen. Ja. Du kriegst von da hinten Strom? Ach, fick die Henne. Ist ja am Arsch der Heide. Und das war wieder einmal äußerst dumm. Ach, Mann, ey. Zack, diesmal wieder Sprung schief gegangen. Naja. Okay. Gut, mal das fix. Dann machen wir das auch gleich ordentlich hier. Wenn wir da schon bei sind. Also nicht das hier, sondern. Zack. Sondern das hier. Wo haben wir denn hier Platz für Strom? Nehmen wir den hier. Dann kommt das von da hinten. Na, leck mich fett. Na. Na komm. Ich will da jetzt nicht hochrennen. So. Und dann sind wir hier natürlich direkt in diesem Scheißträger dran. Ach, echt jetzt? Ist das so ein Doppelter oder nicht? Hab ich nicht den hier genommen? Nö. Anscheinend nicht. So. Hängt. Und dann gehst du an den hier ran. So. Und dann können wir hier irgendwie nach hinten rüber gehen. Das ist doch herrlich. Geht das so schon? Dann kann man zu einem anderen Zeitpunkt. Okay. Nee. Also scheiße bauen, kein Ding. Aber so scheiße dann auch wieder nicht. Und welche Höhe ist das jetzt? Die. Ein höher, ein höher, ein höher. So. Und so. Das kommt hin. Und daran. Ey. Ran habe ich gesagt. Sehr schön. So. Dann holen wir uns jetzt noch ein paar Stahlrohre. Wenn ich sie denn finde. Da sind sie. Jo, eigentlich. Reicht das schon. Viel mehr brauchen wir nicht. So, für den Rückweg haben wir noch eine ganze Menge Beton. Ich glaube, so viele Eisenplatten brauchen wir nicht, oder? Hier für die Fundamente brauche ich doch gar nicht. Nö. Dann bringen wir ein paar Eisenplatten weg und ein bisschen mehr Beton mit. Kriege ich aber nirgends mehr rein. Dann kommen die mal eben in meinen Wegwerfcontainer hier. Zack, zack. Ja, 200 behalten. Nehmen ein bisschen mehr Stahl mit. Damit das auch garantiert reicht. Und nochmal eine Ladung Beton. Da haben wir auch gar nicht mal so viel. Zack. Und dich machen wir auch noch voll. Was muss... Genau, ein Motor muss mit. Für die Festplatte. Wo haben wir die? Da haben wir sie. Was können wir da rausschmeißen? Die Autokabel. Nehmen wir mal den da. So. Kann ich gar nicht teilen. Das ist natürlich doof. Kann ich hier auch nicht teilen. Ah, er hat 50. Nee, ich will nicht 50 Motoren mitnehmen. Fick die Henne. Ist auch schon voll. Leck mich doch. Komm mal rüber hier. Ich brauche nur einen. Reicht völlig. So. Und jetzt bauen wir hier gleich einmal die Plattform, nämlich ein bisschen weiter. Muss ja sowieso weitergehen. Und das ist alles physikalisch natürlich immer noch ganz schön affig.
Aber, obwohl eigentlich... Eigentlich könnte ich die Halle hier mal abschließen, oder? Ich glaube, das finde ich sonst irgendwann ganz schön affig. Dann ist hier die Lagerhalle nämlich erstmal zu Ende. Zack, der schwebt jetzt natürlich schön. Super. Dann ziehe ich hier nämlich nachher eine Wand hoch und dann kann ich hier eine andere Halle anfangen. Ein bisschen weiter unten. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Also erstmal runter. Alles ein bisschen auf Höhe bringen. Na. Ja, hier so. Gucken wir mal. Können wir noch einen runtergehen, glaube ich. Wie breit kriegen wir hier die Halle? Ja, ich würde schon gerne bis an den Rand ran, ne? Gucken wir mal. Ja, das ist ja noch so ein Ausläufer. Ist die Höhe okay? Endlich viel zu hoch. Das fällt hier aber auch noch krass ab, ey. Unglaublich. Aber ich glaube, mit der... Da bin ich erstmal zufrieden und dann werden wir nämlich da hinten. Da lassen wir Laufbänder langlaufen. In der Halle. Ja, ich glaube, das finde ich gut. So machen wir das. Wir machen hier mal einmal alles fertig. Und dann laden wir gleich nochmal Beton nach. Das kann aber eigentlich noch bleiben. Oh, hier liegt wieder so ein blöder Kalksteinbrocken rum, ey. So ein Scheiß, braucht kein Mensch. Tick, tick, tick. Hälfte der Zeit ist schon rum. Na, wir kriegen den Kristall noch ran. Das wird schon noch. Na, das kommt, wird fertig. Ist doch nicht wahr. Na, wie viel denn noch? Geht doch. So, dann können wir hier nämlich auch... Na, falsche Taste. So, können wir hier auch weiterbauen. Denn so reicht uns erstmal. Ja. Und jetzt bauen wir einfach fleißig rüber. Zack, zack, zack. Und dann ist wahrscheinlich gleich unser Beton alle. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier hinbaue. Egal. Irgendwas wird's werden. So. Das wird hier auf jeden Fall ziemlich massiv rausgucken. Oh nee, das ist zu weit. Bis hier wollen wir nur. Bis hier. Kommt das hin? Das wird wie so ein Portal hier in der Landschaft stehen. Das wird richtig geil. Ich glaube, das gefällt mir am Ende. So. Zip. Dann nehmen wir mal weg. Vor allem darunter können wir auch noch irgendwas bauen. Ja, das wird eine schöne große Halle. Hier bauen wir irgendwas rein. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas. So, und dann wird es darunter nachher weitergehen. Aber erstmal holen wir noch ein bisschen Beton nach. Meine Fresse, ist auch ratzfatz vor weg der Scheiß. Unglaublich. Zack. Kommen wir gerade so noch nach Hause mit. So. Wir brauchen mehr Beton. Zack. Her damit. Den Kalkstein können wir gleich mal hier entsorgen. In unseren Folgenmüllcontainer. Genauso wie den Kram. Die werden wir unterwegs noch wieder aussammeln. Lucifer beruhigen wir auch und schmeißen die Blätter weg. Ich denke ja, meine Community soll sich ja keine ärgern. So. Und dann geht's weiter. Schi.
überlege tatsächlich, ob ich die Kristallproduktion gleich da hinten mache. Weil ich glaube, noch ein größeres Zentrallager brauche ich jetzt auch irgendwie wieder nicht. Irgendwann wird es dann auch lächerlich. Zack. Dann mache ich hier hinten noch gleich irgendwas mit Kristallen. Oder liefere ich das da ganz durch? Ich weiß es tatsächlich noch überhaupt nicht. Das nervt mich ein bisschen. Dass ich selber noch keinen Plan habe. So. Und dann tatsächlich erstmal nur für mich hier lang. So, komm, fall herunter. Und noch ein Stück. Und dann können wir hier weiterbauen. Können wir schon mal anfangen, alles zuzupflastern. Und schon sind wir zu weit unten. Scheiß noch eins. Zip. Alles wieder weg. Die bauen wir da. Nicht da unten, da drüber. Du sollst da drauf bauen, du Affe. Was? Das heißt nicht dein Ernst. So, geht doch. Und irgendwann müssen wir den ganzen Scheiß hier nochmal wegroben. Aber das machen wir nicht jetzt. Zack. Ach, jetzt ist da dieser blöde Pylon im Weg. Irgendwas ist auch immer hier, ne? Das ist hier tatsächlich ganz schön uneben. Zum Bauen ganz schön scheiße. Das ist ganz schön der Mist. Das ist der Strom unterirdisch, ist auch gut. Aber hier kann man tatsächlich schön die Förderbänder entlang legen. Unten drunter. So dass man die gar nicht sieht. So. Bis hierhin soll uns erstmal reichen. So, 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 so. Schicki. Kommen wir auf jeden Fall wieder gut nach Hause. Ohne da wieder so rumzukrebseln. Und jetzt geht's auf. Oh shit. Wo kam das her? Ich wusste doch, ich brauche die Panzer. Da haben wir den ersten. Komm, ist denn noch ein paar. Sackgesicht, ey. Ich hier nachher meine Förderbänder lang lege, dann will ich dich hier garantiert nicht im Arsch haben. In Arsch. Arsch. Kacke noch eins, ey. Reden ist halt auch nicht mehr so leicht. Jetzt sagt die Uhr. Die Uhr sagt 37 Minuten. Das schaffen wir noch. Und Markus sagt, wir brauchen Pilze. So. Dann habe ich bestimmt schon wieder genug verballert, dass ich hier ein bisschen aufräumen kann. Das können wir trotzdem mal ein bisschen vernünftig machen. Oh, shit. Einmal abgerutscht. Und dann kommt hier einmal ein Fundament. Ach, sehr schön, das ist schon im Boden. Das passt ja. So, nochmal einmal die Kettensäge. Zack, gleich den ganzen Scheiß weg. Wie, ich muss ich echt abholzen? Scheiß noch eins. So. Dann geht's da nach oben. Zack. Ach komm, echt jetzt. Weg damit. Und hoch hier. Baue ich direkt hoch? Ich glaube, ich baue direkt hoch, oder? Das passt nicht ganz. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hätte ich einen früher ansetzen müssen. Noch einmal so. Haben wir Kontakt zur Wand. Das ist schön. Dann so. Dann so. Und dann sind wir schon mal hier. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So.
Platz fürs Förderband. Oh, ich mag den Lift hier. Das gefällt mir. So, da haben wir dann den. Können wir deine Festplatte mitnehmen. Benötigt zwei Motor. Ach, komm schon, ey. Ist doch nicht dein Ernst. Verdammte Scheiße. Kann doch nicht angehen, ey. So. Schluck Kaffee, bevor es ernst wird. Und dann brauchen wir gleich Pilze. Lauf, Junge. Na, jetzt hängst du hier echt am Abhang und kommst nicht hoch. Das ist doch nicht dein Ernst. Puh. Zum Glück ist das dem Quarz nachher egal. So. Jetzt aber. Meiner Mark 2. Einmal nach hier. Jetzt müssen wir erst wieder zwei Miner bauen. Zip, 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 zip. So. Kannst du hier wieder weg. Und du auch. Und dann holen wir uns hier gleich den zweiten. So. Müssen wir da noch höher? Eigentlich nicht, ne? Hm, doch, eigentlich schon. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Gut, okay. Dann führen wir den Spaß hier. Jetzt habe ich den Strom nicht mit rübergebracht. So eine Scheiße. Naja, gut. Ist wie es ist. Erstmal Fusionator hin. Das reicht ja alles noch relativ grob. Den Scheiß muss ich ja nicht die ganze Zeit sehen. So und so. Und dann produzieren die irgendwann wie viel? 120, 240. Das Förderband macht 270. Perfekt. Kriege ich also alles weg. Und dann kommt das erstmal zip hier hin. Und ich muss dann echt nochmal hin und zurück, ey. Nervt mich das. Ja, komm jetzt. Heul nicht, Keul. Oh, so eine Scheiße, ey. So, einmal durch. Förderband zu lang, okay. Einmal bis hier. Und wieder schnell durch. Kam schon. Das auch noch. Jetzt will mir hier aber eine Derbe auf den Sack gehen. Bist du jetzt gerade runtergeflogen? Penner. Blöder Wichser. Verdient hat er es. So. Und dann müssen wir hier ran. Ja. Komm. Jetzt bau. Oh, fuck. Ist das ein enges Ding. So kann man definitiv nicht in Ruhe bauen. So viel sei festgestellt. Na, ja, lass hier ran. Förderband zu steil. Ich glaub's ja wohl nicht. Eine Scheiße. Noch was anders. Bis hier. So. Zack. Och, komm schon. Wow, Alter. Da bin ich gerade fast ein bisschen selbst auf mich stolz. Hallo Hund. Meine Güte, das war knapp. Das war richtig knapp. Fick die Henne. Kriegst die Tür nicht zu. Ungültige Form. Warum? Kreis ist eine ungültige Form. Naja, gut. Nehme ich das mal so hin. So.
so Basts. Und dann geht's ab nach unten. So, das Schlimmste ist geschafft. Alter. Ich piss mir ein. Ich piss mir richtig ein. Na, reicht das? Ist wahrscheinlich zu lang. Jep, 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 jep. Natürlich. Mal die Mitte treffen. Und ab geht er. Na, es könnte tatsächlich noch eng werden mit den Förderbändern. So, dann sind wir bis hier. Herrlich. So, und so. Und so. So, wie viele Kabel habe ich denn jetzt noch dabei? Damit komme ich bis nach dahin. Wo ist der letzte Strom, den ich habe? Da. Erstmal bis hier. Dann müssen wir so ein bisschen um die Ecke. Na, passt das? Na, aber gerade so. Hund, was hast du hier vor? Willst du mich rollen? Hörst du mal auf, die Chips zu klauen? Alter! Du Scheißvieh! Ey, dreist bis zum geht nicht mehr. Ich glaub das ja wohl nicht. So. Ist ja nicht so, dass du gerade die Reste von unseren Nudeln bekommen hast. Nein. Ja, aber ein bisschen mehr geht ja immer, aber. Blödes Mistvieh. Vor allem wie dreist, die liegen hier direkt neben mir. Ey. Fick die Henne. So, jetzt können wir wirklich schnell hier durch, hoffentlich. Nee. Oh nein. Scheiße. Mann, ey. So oft bin ich noch nicht gestorben. Aber jetzt definitiv gerade einmal zu oft. Gut. Nehmen wir gleich ein paar Kabel mit, wenn wir schon mal hier sind. Und noch einen Motor, wenn wir schon mal hier sind. Hier habe ich so schön viele drin. Das ist ja irre. So, liegt er eh ganz unten. Das Vieh hat schon wieder nur Scheiße im Kopf, das ist unglaublich. Wie viel Zeit haben wir noch? 11 Minuten, ne, 13 Minuten. Ja, das wird eng. Und jetzt bin ich auch noch so lahmarschig. Ach komm. Oh, bin ich ja jetzt schon genervt. Und halb tot bin ich auch. Nun wird's aber eng. Hm. Könntest du mir aufhören, hier mir meine Aufnahme zu lecken? Du Nervensäge. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir auch gleich ein bisschen Beton mit. Da war es auch schon relativ eng. Lilo! Hast es? Danke. Schön. Jetzt mach mal Sitz hier. Wenn du jetzt wieder an die Tüte gehst, dann geht's auf den Arsch. Überleg dir das. Sehr gut. Der dumme Hund hat zur Abwechslung mal die richtige Wahl getroffen. Ist doch herrlich. So. Ab zur Kiste. Ja, du hast schwer. Ja, genau. 2 Stunden im Park gespielt. Oh, was geht's mir schlecht. Der arme Hund. Ist aber auch verwinkelt bei mir hier. Meine Güte. Ach, jetzt habe ich die Stelzen immer nicht mehr, aber ein bisschen aufpassen. Na komm. Sauber. So, ich glaube, hierauf freue ich mich auch so ein bisschen. Das wird, glaube ich, ganz cool. Also auch die Front da fertig machen und so. Das wird eine nette Nummer. So, ich hoffe, ich habe hier schon runtergebaut. Wenn nicht, wird das gleich ganz schön doof. Hatte ich hier eine Rampe gebaut? Ja, sehr schön. Und da habe ich mir gedacht, lasse ich oder was? Zip. So. Aber wir sollten hier vielleicht diesmal gleich runterspringen, weil den Sturz da hinten überstehe ich vielleicht nicht. Boah, das ist alles noch so weit, ey. Und man ist so elendig langsam ohne die Stelzen. Das ist ja unerträglich. Also ich weiß gar nicht, ob ich Jetpack so viel geiler finde, weil die Laufgeschwindigkeit ist echt gering ohne die Stelzen.
Das hat man manchmal gar nicht so vor Augen. So. Oha. Jetzt bin ich mir gerade doch nicht mehr sicher, ob mein Stahl reicht. Die Konstruktion sieht cool aus. Die gefällt mir. Der Lift, der da einfach mal so hoch geht. In den Stein. Gehämmert. Ja, doch. So nach meinem Urlaub im Harz finde ich das gerade sehr, sehr schön. So, und irgendwie muss ich die Tage jetzt noch dahin kommen. Ich hoffe, da ist nicht ganz so viel Gift. Was ist endlich hier? Oh. Das geht ordentlich ein Stückchen runter. Jetzt staue ich das hier alles an. Ich überflute das ganze dreckige Tal. So, bis wohin bin ich denn gefallen? Gucken wir mal. Das hat jetzt auch nur... Oh. 4 Minuten gebraucht. Scheiß noch eins. So, wo ist mein Körbchen? Gib, gib. Ach, da noch hoch. Dann nochmal Strom langlegen. Meine Güte. Boah, ich wollte mich gerade erschrecken. Nicht echt da unten, oder? Nee, hier. Ein Glück. Ja, nehme ich gleich. So, Tasse hier hin. Kettensäge dahin, den dahin und die Pilze liegen noch hier. Sprungstelzen dahin, Pilze dahin. Ha, wieder schnell unterwegs. Kaffee. Und 20 Megawatt auch noch, ernsthaft. Nerv nicht, ey. So, wo ist unser Benzin? Benzin, 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 Benzin. Benzin. Da. So, darf ich jetzt? Dankeschön. Das war eine schwere Geburt, meine Güte. Und wieder weg das Ding. Achso, Autosave. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt fickt mich auch noch das Spiel ab. Denn wäre ich richtig genervt. Also endgültig. Kaffee. Mehr Kaffee. Viel Kaffee hilft viel. Jetzt muss ich auch erstmal die Pilze fressen, um überhaupt wieder ein bisschen Health zu haben. Dann muss ich durch diesen Dreck da hinten nochmal durchkommen irgendwie. Ohne zu sterben. Obwohl, ich könnte hier, glaube ich, erstmal hoch. Jetzt... Warum springt der jetzt nicht mehr ordentlich? Geht doch. So, komm. Hier hinten war doch irgendwo so eine sichere Zone. Wieso ist die jetzt nicht mehr hier? Wow, die zwei auch noch. Ich werd verrückt. Ja, 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 ja. Wo ist der jetzt hier? Hier. Meine Güte. So. Wo sind diese zwei Experten jetzt? Oh. Meine Fresse. Gib mir hier die Pumpe. Jetzt sehe ich da tatsächlich nicht. Ach komm schon. Ich habe doch da gerade so einen scheiß Masten gebaut. Das sah jetzt dieses blöde Pimmelding vor. Ah, da war's. Na komm. Ah, herrlich. So. Das hätten wir. Können wir das jetzt mal hier rüberführen. Dann da irgendwie rauf. Möglichst so, dass ich nicht schon wieder sterbe. Und gehen wir hier ein bisschen lang. Zack. Kriegst du Strom und du Strom. Dann läuft das schon mal. Und jetzt die letzten Pilze fressen. Auf geht's. Mal hier drüben bleiben, wie es geht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist mir egal, ob das Band da ein bisschen durch die Wand geht. Oh. So. Du Ficker, ey. Komm da her. Ja, Assi. Jetzt warten wir noch aufs letzte bisschen Quarz. Ne, traust dich nicht? Xenobasher, immer noch ein geiler Name. So. Kommt das Quarz, kommt das Quarz, kommt das Quarz? Ich will's ja wohl hoffen, ey. Na komm. Ich
will jetzt nicht den ganzen Weg zurückrennen, nur um dann festzustellen, Scheiße, geht immer noch nicht. Also Strom sollte da sein jetzt, oder? Komplett drüber gezogen. Was ist denn da jetzt das Problem? Nee, ich will jetzt nicht weg, bevor ich das nicht laufen sehe, ganz ehrlich. Scheiß noch eins. Was ist denn jetzt das Ding hier? Ich hätte es gleich so machen sollen. Ich habe auch gar nicht die Pilze, um dann nochmal rüber zu rennen. Ich hoffe aufs Beste. Macht ja alles keinen Sinn. Und runter. Zip, 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 zip. Und einmal rum. Und runter. Ist voll gut. Und weiter geht's. So. Weiter im Takt. Jetzt ist mir die Form erstmal wieder egal. Das muss ich nicht großartig sehen. Zack. Einmal hier. Das wird aber ein wenig zu lang sein. Jo. So, dann passt das. Zack, 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 zack. Ja, das reicht nie im Leben. Super. Renne ich hier noch ein paar Mal hin und her. Weil ich das ja alles so gerne mache. Aber wir holen das jetzt noch ran. Daran soll es jetzt nicht scheitern, ohne Spaß. Ich will hier nicht nächste Folge nochmal weitermachen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ah, fuck noch eins. Na, das. Oh, falsch rum. Zack. Da war die blöde Leiter. Zack. Und das ist doch bestimmt wieder zu lang. Ja. Das kann aber nicht viel sein. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfekt. Ideale Länge. Zack. Und zack. Und zack. 1, 2, 3. Aber nach ganz unten. Das ist in dem Fall hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, hier hin. Und dieser Scheißbaum hier, ne? Weiche von mir. Zack. Oh, Überblick. Geil. Wie gut ist das? So. Oh, nein, 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 nein. Alter, bleib mal locker. Fall hier nicht ständig irgendwo hin. So, kommen wir bis hier noch, bis hier kommen wir noch und dann ist Schicht im Schacht. Kettensäge gehen wir hier auf die Ketten, auf die gemachte Arbeit ein Schluck Kaffee. So, und ich sehe immer noch kein Quarz. Das macht mich ein bisschen unruhig. Aber dann wird wir es machen. Und damit ich das gerade alles ein bisschen frustriert, haue ich jetzt irgendwem noch auf die Fresse hier. Ist garantiert noch irgendwo so ein kleiner Assi. Noch ein bisschen Kupfer. Das sind zwei große, ja, den vielleicht nicht gerade. Zumindest nicht mit so wenig Leben. Aber hier ist doch garantiert noch irgendwas zum auf die Fresse hauen. Lass. Den Dicken will ich nicht, der ist friedlich. Ich beiße nur, was mich beißt. Nee. 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 Nee, 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 nee. Das lassen wir mal schön. Da wird mir ja glatt wieder Angst und Bange. So, jetzt haben wir quasi eine Folge lang Quarz gesucht wie die Blöden. Um dann eine weitere Folge Quarz Notes zu suchen wie die Blöden. Beziehungsweise das Quarz an diese Scheißfabrik ranzuliefern. Ja, was ein Scheiß. Was für ein absoluter Abfuck, ey. Meine Fresse. So, wo hängt der Strom hier? Hast du keinen Strom? Du hast nur einen Anschluss hier, dann kann ich lange warten.
dann kann das mit der Strömung ja nichts werden. Beziehungsweise mit dem Quarz. Leitung zu lang, das ist ganz schlecht. So. Jetzt müssten diese blöden Dinger da unten aber Strom haben. So, dann gucken wir mal gleich, was wir noch alles brauchen können. Hier haben wir jetzt mal Stahl. Und immer noch so wenig. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Muss doch mehr Stahl produzieren, oder? Beton haben wir noch eine ganze Menge. Eisenplatten auch noch. Eisenrohre auch. Mehr brauchen wir jetzt gerade nicht. Ab zurück. Nicht lang rumeiern. Was baue ich da ab? Kupfer, glaube ich, ne? Auch schön, aber so ein gelber Turm mit einem Nix. Zack. Und nochmal in die Richtung. Weil das ja heute nicht alles schon lang genug gedauert hat. Was für eine verfluchte Kackpisse. Hm, hier lang. Jetzt haben wir die Stelzen wieder. Können wir wieder ein bisschen durch die Gegend jumpen. Woo. Sauber. Und nochmal, komm. Och, als hätte ich es gemessen. Also, ich bin schon fast wieder stolz auf mich. Das wird knapp, aber passt. So, da läuft der Strom lang und da läuft jetzt auch gleich das gute Quarz lang. Wäre schön, wenn es jetzt schon da wäre. Würde ich mich glatt ein bisschen besser fühlen, aber ich bezweifle es irgendwie. Ich habe hier garantiert noch irgendwo ein Loch im Netz. Ich sehe das schon kommen. So. Da ein hin. Und. Ja. Da ein hin. Und dann ist das doch garantiert zu lang. Ach komm. Echt? Das war jetzt nicht so viel. Da hätte man auch mal ein Auge zudrücken können, oder was? Muss ja nun nicht sein. Zack. So ein. Und so ein. Ich habe keine Ahnung, ob die gerade richtig stehen. Ist mir auch fast egal schon. Ich will fertig werden mit dem Scheiß. So, und ich will vor allem die nächstbesseren Förderbänder haben. Das wäre total gut. Dann führe ich das aber, glaube ich, hier oben lang. Als Prinzip. Ach komm schon. Ist doch nicht wahr. So. So. Und so. Na komm. Oh, ich dachte gerade, da kommt ein Vieh auf mich zugeflogen, aber es wäre Staub. Verdammte Scheiße. Ach, bitte. Also manchmal will mich das Spiel echt rollen. Ich bin mir ganz sicher. Also das Spiel meint das persönlich mit mir. Da bin ich mir absolut sicher. Zack. Sehr schön. So. Hier ran. Und ist ja perfekt. Schön zwischen den Büschen durch. Na komm, passt das? Ja, passt von der Höhe. Sehr schön. Nehmen wir einmal den Scheiß hier weg. Zack. Und dann haben wir das. Sehr schön. Wir sind zurück in der Zivilisation. Also fast. Und da kommt mein Quarz. Ich werde verrückt. Ich drehe völlig durch. Das ist ja der Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt doch tatsächlich mein Quarz. Wie gut ist das? 1, 2, 3, 4, 5. Hier wieder ein. Ich habe schon selbst nicht mehr mitgerechnet. 1, 2, 3, 4, 5. Falsche Taste. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, ist ja Wahnsinn. Meine Fresse. Wir haben das gemacht. Zell. Jetzt muss ich mir doch wirklich was überlegen.
Da muss ich mir wirklich was überlegen. Ich will da eine Halle dran haben, die von da nach da geht. Haben wir da doch erstmal Wände hin. Das sieht man ja wieder super gut. So. So. Und da kommen dann irgendwann Fundamente hin. Und dann... Wie weit kriege ich das hier unten durchgeführt? Halt die Fresse. Nicht weit. Und mit nicht weit meine ich fast gar nicht. Oh ja, also wirklich fast gar nicht. Das ist ja nix. Da kriege ich das ziemlich weit drunter durchgeführt. Aber irgendwie missfällt mir das auch. Nee, ich mache die Fabrik hier hin. Hier kommt irgendwas mit Quarz. Ist ein bisschen ab vom Schuss, aber damit kann ich leben. Ja. Dann führe ich das doch erstmal hier hin. So. Kann ich das hier gerade rüberführen? Passt das? Das passt, das ist ja der Wahnsinn. Moment, dann machen wir erstmal den hier. Zack. Und dann brauche ich einen Lift, der wahrscheinlich nicht lang genug sein wird. Oh doch, das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wahnsinnig gut. Erstmal das weg. Zack, zack. Wie weit können wir hier, ohne dass wir irgendwas machen müssen? Ja, hier ist schon Schluss. Fundamente. Rechnen hier die halb hohen? Oh, das geht. Nee, da sieht man Gras. Das geht nicht. Ach komm, nerv mich nicht. Komm schon. Ich werde langsam unaufmerksam. Komm jetzt. Geht doch. So, dann so ein dran. Dann so ein. Na komm. Oh, es ist manchmal auch echt Gefrickel, ne? Meine Güte. So, dann wieder so ein bitte. Dann wieder so ein. Zack, dann wieder so ein. Dann wieder so ein. Und dann sind wir doch schon fast da. So ein. So ein. Und so ein. Und dann sage ich einfach mal tada. Wände. Wand runterziehen. Gucken, ob das passt. Ja, ist eine andere Höhe, aber das ist nicht weiter wild. Damit kann ich ganz gut leben. So. Ach, scheiße, war zu. Dies passt so nicht. Moment. Nochmal, bitte. Zack. Jetzt müsste es sitzen. Sauber. Schön, schön, schön. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir nachher dritten. Obwohl, schaffen wir das nicht ganz runter? Müsste doch eigentlich fast hinkommen. Ja, sehr schön. Und jetzt, ja, das war natürlich klar. Das war natürlich völligst klar. Dass ich jetzt nochmal wieder hochrennen muss. Um da oben nochmal ein Förderband dran zu spaxen. Mann, Müller. Was für eine Scheiße. Und auch ein bisschen du Scheißspiel, ey. Musst du es einem so schwer machen? Oh, das Grünzeug hier weg. Dies nervt mich. So, einmal den Lift abreißen. Und dann einmal von hier nach hier ein Band.
Und dann wieder runter. Und dann haben wir doch tatsächlich das Quarz da. Und auch nur 10 Minuten überzogen. Ich bin ja fast stolz auf mich. Das ist ja für meine Verhältnisse fast schon wenig. Zack und ran und... Ihr schafft! Halt die Fresse, Kettensäge! Du kannst mich mal. So. Ja, was gibt's denn jetzt noch zu sagen? Zu sagen gibt's. Leute, es läuft gerade ein Contest. Baut Staudämme. Die sind gerade gefragt in der Satisfactory-Gruppe. Bringt euch da auch mal ein bisschen ein. Wir wollen da ein bisschen Bewegung drin haben. Beziehungsweise die Leute, die das Ganze... administrieren, ist das richtige Wort, glaube ich. Und ja, wenn ihr das hier seht und Bock habt, euch selber mal ein bisschen einzubringen oder selber mal ein bisschen was zu zeigen, wir schreiben ja auch wieder Leute, guckt dir mal die Map an. Ey, so könnt ihr das auch zeigen. Das ist doch eigentlich eine super Idee. Geht da hin, reicht ein paar Bilder ein, baut einen schönen Damm. Und dann wird das schon werden. Ich werde auch noch versuchen, mich da irgendwie einzubringen. Wenn ich das jetzt noch schaffe in meinem Urlaub. Ich will eigentlich noch renovieren. Aber gut, anderes Thema. Ansonsten, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne Daumen da, Abo da, Kommentar da. Und demnächst fängt wieder 7 Days an. Da müsste jetzt endlich bald die Stable kommen. Und wir sind da schon fleißig am Vorbereiten für die neue Season. Das wird ein bisschen Roleplay-mäßig sein. Ich blende euch gleich mal, ich glaube, da drüben oder im Hauptbild. Ich weiß das noch nicht. Irgendwie blende ich euch auf jeden Fall schon mal ein paar Bilder davon ein und da könnt ihr dann gerne auch mal reinschauen. Das wird, glaube ich, echt cool dieses Mal. Ja, ich habe mir da mit ein paar Kumpels ein bisschen was vorgenommen. Wenn ihr da Bock drauf habt, einschalten, Like da lassen, Abo da lassen. Ich wiederhole mich. Das ist unschön. Deswegen jetzt einfach reingehauen.